So, da kann man schon mal anfangen mit Sand klatschen. So, müssen wir gar nicht so weit laufen. Boah, ich weiß nicht mehr, was ich noch zu Geldkurs sagen soll. Also, die bieten auch zwischendurch immer mal Wochenenden an oder so, wo ihr Guild Wars kostenlos spielen könnt, falls ihr euch immer noch nicht sicher seid, dass ihr das Spiel spielen wollt. Könnt ihr dann auch wirklich gerne mal an so einem Testwochenende teilnehmen. Habe ich damals. Scheiße, nein. Habe ich damals nie gemacht. Einfach weil ich von vornherein eigentlich dachte, dass ich Guild Wars unbedingt spielen möchte. Es ist eins von diesen vielen tausend Spielen, die ich wahrscheinlich ohne Honeyball nie. Oh Mist. Nicht ohne Honeyball nie angepackt hätte oder so. Ja, mittlerweile bin ich süchtig. So wie das halt immer so ist, wenn die Honey ein Spiel predigt. Man kauft es sich und dann ist man süchtig. So schnell geht das halt. So, ein bisschen Sand haben wir immerhin schon mal. Oh, die Scheiße will ich eigentlich gar nicht einsammeln. Ich hasse Gravel. Das braucht kein Mensch. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Oh, ich bin so selten dämlich. Kann ich euch also auch nur empfehlen, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das Spiel jetzt wirklich was für euch ist, dass ihr da dann einfach mal mitmacht. Und wie gesagt, es ist überhaupt nicht schwer, Leute zu finden, mit denen ihr spielen könnt, weil ganz oft ist es dann auch einfach so, dass auf verschiedenen Karten ständig mal Zergs rumlaufen, die alle Events zusammen machen und da könnt ihr dann einfach mitlaufen, wenn es euch einfach nur darum geht, vielleicht ein bisschen zu leveln oder die Eventbelohnung zu bekommen. Oder was weiß ich nicht was. Ansonsten in euren Gilden könnt ihr in der Regel auch immer mal fragen, wenn ihr Hilfe braucht, ob euch jemand jetzt gerade. Ob euch gerade jemand bei der nächsten Instanz hilft oder bei was auch immer ihr gerade machen wollt. Man findet eigentlich immer Hilfe. Ich würde euch ja Hannis Gilde empfehlen, aber ich weiß nicht, wie voll die schon wieder ist oder nicht voll ist oder keine Ahnung. Hier ist nur ein Sumpf, war hier echt eine Wü Bäh. Hallo, Lavasee. Warum nicht? Und wie gesagt, ansonsten dürft ihr euch auch gerne für die Hüter der Zwiebel bewerben. Wie gesagt, wir sind. Ja, wir sind schon richtige Gilde, aber wie gesagt, nicht in diesen krassen Ausmaßen. Vielleicht irgendwann, wenn ich mal wirklich mehr Zeit dafür habe, kriegt die Gilde vielleicht auch irgendwann nochmal wirklich mehr Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit, die sie auch verdient. Aber im Moment ist das bei mir einfach zeitlich nicht drin. Aber wie gesagt, die Gilde lebt so ein bisschen von sich selbst. Und wenn dann einer sagt von wegen, ey, ich kann das auch gerne machen, mal eine Gildenmission organisieren, diese Wüste, Gildenmission organisieren oder ja, irgendwie sowas, dann ich bin die Letzte, die da Nein sagt. Ja, ich glaube, zusammen können wir da irgendwann nochmal was ganz Cooles draus machen. Wie gesagt, deswegen, wenn ihr Bock habt, die Gilde zu joinen. Im Moment sind wir noch alles andere als voll. Da passen noch genug Leute rein, definitiv. Einfach eine Nachricht an meinen Guild Wars-Account schicken. Dann lade ich euch in die Gilde ein. Wie gesagt, achtet nur darauf, dass die Nachricht freundlich ist. Und ihr. Sag ich mal, diese Umsprünge hier. Wir machen jetzt mal einen Moment. Wunderschön. Gute Nacht. Guten Morgen. Da hinten ist ein. Huch, ich habe das Dings hier ausgeblendet. So. Haben wir das NPC-Dorf da hinten schon gefunden? Freue ich mich gerade grundlos? Freue ich mich grund. Aua. Grundvoll? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir gehen da gleich mal gucken irgendwann. Toll. Hier ist nichts in der Nähe, was uns jetzt direkt umbringen möchte. Außer der Endermann, der uns dabei beobachtet, wie wir seine Blöcke klauen.
Aber ansonsten glaube ich nichts. Deswegen klatschen wir hier einfach mal weiter. Und ansonsten, wir sind bester Gesundheit. Von daher kann es noch nicht so viel passieren. So fleißig Sand abbauen. Es ist viel zu viel Sand, als wie wir eigentlich brauchen. Aber ansonsten, ich habe gerade als wie gesagt, steinigt mich. Aber ansonsten, sag mal, spring mir nicht in die Schaufel hier, Kumpel. Dann haben wir wenigstens mal was auf Vorrat, ne? Ich sollte es vielleicht auch einsammeln. Geht was? Genau. Achtet einfach darauf, dass eure Bewerbung halbwegs freundlich ist. Da muss auch nichts Großartiges drinstehen. Wir haben keine Level-Voraussetzungen oder so. Auch wenn ihr gerade angefangen habt und noch Level 1 oder 2 seid, ihr dürft gerne in die Gilde. Und ich verlinke euch einfach mal den betreffenden Post dazu. Es ist halt für mich wichtig, dass ihr euch im Prinzip so ein bisschen an die Sachen haltet, die da stehen, sowohl zur Bewerbung als auch das Erfragen vom Teamspeak-Passwort und alles andere, weil wir es halt auch schon hatten, dass andere Leute das dann weitergegeben haben, das Passwort, oder es irgendwie falsch erfragt wurde und keine Ahnung was. Deswegen lest euch das einfach durch. Es ist weder kompliziert noch irgendwas anderes. Also das sollte eigentlich jeder hinkriegen, sich für die Gilde zu bewerben. Und ja. Dann sollten wir das eigentlich. Wie weit geht dieser Block noch so? Dann bauen wir den hier einfach gerade noch ab. Und dann gehen wir uns da hinten mal das Dörfchen da hinten so angucken. Ja, also. Ich glaube, das war jetzt erstmal genug zum Thema Guild Wars. Entschuldigung an alle, die das jetzt überhaupt nicht interessiert hat. Aber das war so eine Frage, da konnte ich dann halt auch mal 3 Folgen durchquatschen. Oder wie viele Folgen das hier jetzt auch immer werden. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Ich habe auch irgendwie vergessen, Folgenunterbrechungen zu machen dieses Mal. Das heißt, das wird wieder eine schöne Menge Schneidearbeit. Ich weiß dann auch gar nicht, ob da heute unbedingt noch eine Folge von kommt, weil wir haben es jetzt kurz nach 2. Ich muss um 16 Uhr muss ich anfangen zu arbeiten. Vorher müsste ich noch schneiden, rendern und hochladen. Ich glaube, rechnet mal erst morgen mit einer Folge. Aber es bringt auch gar nichts, wenn ich euch das jetzt erzähle, weil das hört ihr ja sowieso erst, wenn die Folge draußen ist. Beziehungsweise wenn diese Folge draußen ist, ist das Ganze vermutlich schon knapp eine Woche her oder so. Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir mal da hinten gucken. Oh, ich glaube, jetzt noch ein neues Thema anzuschneiden, großartig lohnt sich nicht, weil ich muss dann auch gleich mal aufhören mit aufnehmen. Wie gesagt, es ist 14 Uhr irgendwas. Um 16 Uhr muss ich auf der Arbeit sein. Vorher muss ich noch was essen und chillen. Ist auch ganz wichtig. Und deswegen sehen wir das ja mal. Nee. Gucken uns jetzt gerade das Dörfchen hier an. Hüpf, hüpf. Ah, hier waren wir. Die haben nichts mehr auf den Feldern. Ich will ein wenig gegen den Kaktus rennen. So, gibt's hier Truhen? Nein, schade. Aua, aua. Was möchtest du? Erde und ein Emerald gegen. Ja, genau, ich glaube nicht. Du möchtest. Nee. Nein, du? Ein verzaubertes Buch gegen einen Emerald. Nee. Kann ich mir nicht leisten, sorry. Ja, scheiße, ne? Ich habe eine Spinne gehört. Hier ist wieder nur so ein Erdhäuschen. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Heftig. Da ist auch nichts Interessantes drin, glaube ich. Wahrscheinlich haben wir das auch schon mal alles angeguckt, aber ich bin ja der Überzeugung, dass ich bestimmt mal was über. Oh, hier sind doch noch Felder. Waren wir hier doch noch nicht? Dann wir die einfach nur stehen lassen, weil es Weizenfelder sind. So, ich gehe mal durch die Hintertür. Nö, hier ist auch nichts. Server safe bewirkt. Das ist immer schön. Reitet der kleine Zombie auf einem Huhn? Der kleine Zombie reitet auf einem Huhn. Ich pack das nicht. Krass, ich wusste nicht, dass die Hühner reiten können. Möhren! Möhren, 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 Mö
Kartoffel, Kartoffel, Möhre, 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 Möhre. Das ist alles Weizen. Ich glaube, wir waren hier doch noch nicht, oder? Das ist alles Weizen. Hallo. Ganz vorsichtig mit dem Schweinchen hauen. Möhren. Ich habe irgendwann mal den schlauen Kommentar gekriegt, so, na wuschel, wenn du bei den NPCs alles abholst, dann wächst ja gar nichts nach. Dann hast du das nächste Mal nicht. Ja, wir pflanzen es ja auch bei uns zu Hause an, damit es da nachwächst. Ich wollte nicht immer das nächste NPC-Dorf finden. Nur um Möhren und Kartoffeln zu bekommen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, die haben noch viele Felder. Oh, ich glaube, wir waren hier doch noch nicht. Oh, sehen wir uns doch mal in Ruhe um. Das ist nur Weizen, das brauchen wir nicht. Hier ist der Möhren. Möhren. Jetzt habe ich Hunger auf Möhren. Ich muss mein Pferd welche klauen. Ich glaube, dann ist der sauer auf mich. Ist unser Inventar voll, yo. Was fliegt denn raus? Scheiße. Jetzt auch. So. So, das hatten wir uns, glaube ich, schon angeguckt hier. Jo. Nach hinten sieht es interessant aus. Irgendwann müssen wir da mal hinlaufen. Dann gucken wir jetzt noch hier gerade in die restlichen Häuser rein. Der hier wohnt aber auch voll... Hallo Vogel. Der hier wohnt auch voll abseits. Das ist bestimmt so ein... Außenseiter? Nicht umbringen, bitte. Hallo. Nichts los. Okay. Nein. So. Da hinten war noch ein Häuschen oder so. Vielleicht finden wir ja einen Sattel. Und dann vergessen wir ihn einfach wieder hier. ihr habt manchmal irgendwie komische Haustüren. Hallo. Das ist immer so traurig, denn dann generiert der Map-Generator hier so. Eigentlich voll die schönen Dörfer und dann auf einmal ist so ein NPC eingesperrt auf Ewigkeiten in seinem Haus. Weil die alle, also weil die keine Ausgänge haben. Hier irgendwas? Nö. Ich kann auch sein, dass ich hier die ganze Zeit vor dem Kreis renne. Aber ich hoffe, dass wir hier irgendwo in der Schmiede oder so, falls die eine haben. Habt ihr eine Schmiede? Hast du eine Schmiede? Hey. Und das ist der Wachturm. Da ist auch immer nichts drin, glaube ich. Falls die irgendwie eine Schmiede haben oder so, dass ich da einen Sattel drin finde. Ach, das wäre so schön. Aber bei unserem Glück werden wir nie wieder einen Sattel finden. Und der einzige Sattel weit und breit wird jetzt in der Kiste in der Höhle da unten verschimmeln. Weil ich so doof war und ihn nicht mitgenommen habe. Vogel. Schade. Ich glaube, ich habe jetzt alle Häuser einmal abgegrast, ne? Na, stirb und lass die NPCs in Ruhe, Emo-Zombie. Nein. Ich habe euch gerettet. Ihr dürft weiterleben. Wupp, wupp. Was? Ich mach mal die Höhle da wieder zu. Hallo. Dann können die hier auch gar nicht immer ausbrechen. So. Bitteschön. In welche Richtung geht's nach Hause? In die? Dann können wir auch gerade einfach wieder nach Hause rennen, würde ich sagen. Hier ist eine Straße. Und dann reicht das auch mal mit der Aufnahme hier heute. Ich habe, glaube ich, jetzt ganz gut vorproduziert. Also zumindest so 4 Folgen oder so sollten das schon werden. Vielleicht schaffen wir das ja. Ja, da sind wir richtig. Da steht noch der Block mit der Fackel drauf. Das ist auch herrlich. Naja, haben wir immer einen Orientierungspunkt. Huch, mein Vogel ist aktiv heute. Auch nicht schlecht. Aber das Problem ist, die ist gerade in der Mauser. Und wenn die fliegt, dann fallen die Federn ständig raus. Und dann, ich bin die ganze Zeit nur am Hinterhersaugen hinter diesem Vogel im Moment. Das ist ein bisschen anstrengend. Wir können es irgendwann dann mal zu dem NPC-Dorf da hinten so eine schöne Straße oder so hier lang bauen. Vielleicht auch mit einem Minecart oder so. Und dann sieht das schön aus alles. Nö. Und dann haben wir immerhin so ein paar Projekte, denen wir jetzt mal nachgehen können. Da müssen wir nicht immer nur stumpf Sachen klatschen. Oh Vogel, es freut mich, dass du heute so fit bist. Aber, könnt noch was essen nebenbei. So ein Apfel auf der Hand. So, dann nehmen wir jetzt aber so ein bisschen die Puschen in die Hand, damit wir auch schnell nach Hause kommen. Leuchtet da hinten was? Lauf! Lauf doch! So, geht doch. Also ist der Lavasee. Stimmt, der war gar nicht so weit von zu Hause weg. Dann schaffen wir das auch noch pünktlich nach Hause.
Lauf. Aber nicht in die Lava. Sondern einfach nur nach Hause. Ja, wir schaffen das auf jeden Fall noch, bevor uns die Monster hier die Bude einrennen. Vielleicht können wir da nicht unbedingt schlafen, aber es ist ja egal. Dann lasse ich den Server einfach noch eine Viertelstunde an. Eine Viertelstunde ist zu lang. Aber dann ist gleich auch schon wieder Tag. Da ist unser Häuschen. Wir gehen mal so weit übers Land, wie es geht, verschwimmen. Immer dieser krasse Umsprung hier auf die Nacht. Oh nein, das ist ein Skelett. Ich habe so viele Länder. Pass auf, wir sterben gleich, wenn uns das Skelett jetzt gleich die ganze Zeit abschießt oder so. Oh, Sternenhimmel, Sternenhimmel. Oh. Ja. Was macht ihr denn so am Wochenende? Ist ja schon. Heute ist Freitag. Ist heute Freitag? Ich glaube, heute ist Freitag. Gestern war Donnerstag, also ist heute Freitag, ja. Könnt ihr ja mal erzählen, was ihr so am Wochenende vorhabt? Oder ob ihr vielleicht gar nichts vorhabt und ich lege mich jetzt ins Bett und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!